In Syrien geht Assad mit seiner Armee gegen die eigene Bevölkerung vor. In der Ukraine geht jetzt diese neue Regierung, diese Übergangsregierung, auch mit Panzer gegen die eigene Bevölkerung vor. In Syrien wird Assad sehr kritisiert dafür. In Ukraine sagen wir, ja, ist in Ordnung, man bekämpft die Terroristen damit. Also zunächst einmal bin ich gar nicht sicher, ob in Syrien Assad gegen die eigene Bevölkerung vorgeht, sondern sie geht in erster Linie gegen Söldner vor, die syrische Bevölkerung dazu missbrauchen, gegen die eigene Regierung einen Bürgerkrieg zu inszenieren. Aber die eigentlichen Aggressoren dort sind Söldner, die zumeist von Saudis und von Katar finanziert werden und mit Waffen ausgestattet werden. Also das, was man uns sozusagen als spontan ausgebrochenen Bürgerkrieg serviert, ist in Wahrheit ein wohlorganisierter, mit Söldnertruppen organisierter Bürgerkrieg, der insbesondere zulasten der christlichen Minderheit in Syrien geht, die bisher immer von der Regierung Assad geschützt wurde. Das ist auch der Grund, warum diese islamischen Fundamentalisten, diese wahhabitischen, die zum Teil aus Afghanistan kommen, aus Pakistan kommen, aus Tschetschenien kommen, warum diese Leute dann mit der besonderen Grausamkeit und Brutalität gegen die christlichen Minderheiten vorgehen dort. Das heißt, daher glaube ich nicht einmal, dass das nicht einmal das vergleichbar ist. Aber Tatsache ist, dass die ukrainische Putschistenregierung gegen den Ostteil des Landes vorgeht, weil dieser Ostteil des Landes eindeutig die Absicht bekundet hat, sich Richtung Russland zu orientieren. Und das ist das gute Recht der Bevölkerung, das würde man jedenfalls in jedem anderen Teil der Welt so sehen. Und da gestattet man es diesen Putschisten, mit Waffengewalt gegen die Bevölkerung dort vorzugehen, und das ist vollkommen inakzeptabel. Ja? Das heißt also, wenn man den Vorwurf schon gegen Assad erhebt, dann kann ich nicht gleichzeitig einer Putschistenregierung in Kiew erlauben, gegen die eigene Bevölkerung mit Panzern vorzugehen. Vollkommen inakzeptabel. Jetzt sagt Obama, wenn Putin weiterhin Russen an die ukrainische Grenze in Russland schickt, er macht dort Manövers, er wird sich weitere Sanktionen gegenüber Russland überlegen. Auf der anderen Seite, Europa bringt ja auch Militärfahrzeuge. Nicht nur Europa, sondern die NATO. Das heißt, da sind die Amerikaner mit dabei. Das ist in Ungarn der Fall. Wir können das gleich in Polen oder auch in den baltischen Staaten beobachten. Wie ich überhaupt sage, Europa sollte sich vielleicht einmal daran erinnern, welche Versprechungen man den Russen gegeben hat. Nach der deutschen Wiedervereinigung und noch jedenfalls vor Abschluss der Vereinbarung von Budapest, ja, auf die man sich immer beruft, wenn es um die Frage der territorialen Integrität der Ukraine geht, hat man den Russen mehrfach versprochen, dass es zu keiner NATO-Osterweiterung kommen wird. Dann ist sehr bald Tschechien aufgenommen worden, die Slowakei, Polen, die baltischen Staaten, Rumänien, Bulgarien, und Russland hat nicht reagiert. Aber jetzt mit der erklärten Absicht des Herrn Rasmussen, sogar die Ukraine oder Georgien in die NATO aufnehmen zu wollen, muss man erkennen und akzeptieren, dass Russland berechtigte Sicherheitsinteressen jetzt in Gefahr sieht und daher reagieren muss. Es kann kein Staat akzeptieren, dass wenige hundert Kilometer vor der eigenen Hauptstadt sich sozusagen Raketenstützpunkte bilden und die eindeutig gegen Russland gerichtet sind. Das würde niemand akzeptieren. Das würde Amerika niemals akzeptieren, wenn die Russen das gleiche in Kuba machen würden oder wenn die Russen das gleiche in Kanada oder in Mexiko machen würden. Da würde jeder Verständnis dafür haben, dass da berechtigte Sicherheitsinteressen geltend gemacht werden. Aber das Gleiche verlange ich auch, den gleichen Respekt für den argumentierten und zu akzeptierenden Sicherheitsinteressen, berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands, wenn es um die Frage geht, ob man in der unmittelbaren Nachbarschaft Russlands weiter NATO-Staaten und NATO-Stützpunkte baut. Also immer wieder bei der Doppelmoral. Auf der einen Seite will man sogar Sanktionen geben, auf der anderen Seite tut man es selbst. Ja, die Doppelmoral ist ja auch nach diesem Genfer Abkommen jetzt besonders deutlich geworden. Zunächst hat man den Russen vorgeworfen, sie würden sich in der Ukraine einmischen. Dann kam es zu den Gesprächen in Genf, zu einem Abkommen, und dann setzt die Putschistenregierung aus Kiew sogar Waffengewalt gegen die Bevölkerung im Osten der Ukraine ein. Und dann ruft der Herr Kerry beim Außenminister Lavrov an und verlangt auf einmal eine Einmischung Russlands in die internen Angelegenheiten im Ostteil der Ukraine. Also was jetzt? Zunächst hat man ihnen vorgeworfen, sie würden sich einmischen, und dann ruft er an und sagt, er verlangt jetzt eine Einmischung. Man solle dafür sorgen, dass die Bevölkerung dort die Regierungsgebäude räumt. Ja, und droht sogar für den Fall, dass sie sich nicht einmischen, mit Sanktionen. Also geht's noch dümmer? Also das ist wirklich eine Politik des Westens, insbesondere der Amerikaner und der Europäischen Union, die kein Mensch mehr verstehen kann. Ja, was auch nicht verständlich ist, ist,
dass in Kosovo, da war der Westen so dafür, dass sie Eigenständigkeit bekommen, sich ablösen von Serbien. Jetzt Krimir löst sich ab von Mutterland Ukraine und geht zurück zu Russland. Da ist der Westen auf einmal dagegen. Also das Mutterland Ukraine ist es nicht, sondern die Halbinsel Krim war seit Katharina der Großen ein unverzichtbarer und wichtiger Bestandteil Russlands. Und erst eine ziemlich verrückte Aktion des damaligen Generalsekretärs der KPdSU, Khrushchev, indem er sozusagen in einem Anflall von Cäsaren waren, die Halbinsel Krim an die Ukraine verschenkt hat, hat erst überhaupt die Halbinsel Krim zur Ukraine gebracht. Das heißt also, das, was jetzt stattfindet, ist schlicht und einfach die Herstellung des historisch normalen Zustandes, was sich auf der Krim abgespielt hat. Im Osten der Ukraine ist es etwas anders. Der Ostteil der Ukraine ist eindeutig ethnisch russisch ausgerichtet und hat das Recht, darüber zu entscheiden, in welchem Staat sie leben wollen. Dieses Recht werde ich übrigens auch dem Rest der ukrainischen Bevölkerung sehr bald gewähren müssen, denn wenn die Ukrainer merken, dass ihre Putschistenregierung nicht einmal mehr in der Lage sein wird, ihnen die Geschäfte zu füllen, dass sie ihre Lebensmittel einkaufen können, wenn diese Putschistenregierung nicht mehr in der Lage sein wird, die Gasrechnungen zu bezahlen und die Leute dann sozusagen in ihren Wohnungen frieren werden, dann werden sie sehr bald merken, wo ihr wirklicher Partner sitzt. Und der sitzt nämlich in Moskau, nicht in Kiew. Abschließende Frage ist es eigentlich nicht mühsam, in einem Parlament Mitglied zu sein, wo derartige Doppelmoral herrscht? Ja, das ist mühsam insgesamt, wenn man mit diesen moralischen Ansprüchen internationale Politik betreibt, aber es ist leider notwendig, dagegen aufzutreten. Und wenn wir das nicht tun, dann tut es niemand mehr. Und daher hoffe ich, dass nach den Wahlen vom 25. Mai die Kräfte, die diese Doppelmoral offenlegen und gegen diese Doppelmoral offen auftreten, dass diese Kräfte gestärkt sein werden. Und da bin ich ziemlich sicher, dass das nächste Europäische Parlament ganz anders ausschaut als das derzeitige. Herr Magister, danke vielmals. Bitte sehr.